Und ein wunderschön und herzliches Willkommen zurück zu unserem, ja, kleinen Experiment mit Nodecore. Ach halt, ich wollte ja gucken, Programm beenden. Wie das aussieht mit Konfiguration. Achso, weil ich wundere, das hier ist ein Album von Vocaloids. Geiles Album, gefällt mir. Ja, egal. So, habe ich hier Feuer deaktiviert? Fire frei. Disable Fire True. Ich nehme das mal. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht auf die Füße fallen, aber ich nehme das mal tatsächlich raus. So, und weil die ja ihre Syntax letztens geändert haben, mache ich das mal beides. Ich sage, er soll Feuer nicht deaktivieren. Und zusätzlich sage ich, er soll Feuer aktivieren. So, soll das funktionieren. Alles andere sollte soweit passen. Gut, Timespeed kann dann hoffentlich wieder raus. Oder lassen wir es mal drin. Aber nicht so hoch. 72 ist definitiv viel zu hoch. Wir machen das mal auf einen akzeptablen Wert. Ach was, kommt jetzt erstmal raus. Feierabend. So. Ich hoffe, was mit dem Enable Fire wird uns nicht auf die Füße fallen. Ich meine, auf unserem Let's Play Server ist das sowieso egal, weil das gilt dann nur für das, was wir hier drinnen spielen. Und das heißt, auf dem Server funktioniert das gar nicht. Sondern nur, wenn wir jetzt hier diese Welt spielen oder unsere Mindclone-Welt, die wir lokal hier hosten. Aber eben. Nicht, dass wir dann irgendwann wieder Mindclone spielen. Da kommt irgendein Monster auf die Idee auszurasten und fackelt uns dann den ganzen Server ab. Das geht nicht. Ah ne, gedrückt halten. Ich weiß schon wieder auf dieses immer Klicken-Modus. So, die Frage ist, was tue ich jetzt hier eigentlich gerade? Ich meine, Rohstoffe werden wir hier wahrscheinlich eh nicht finden. Ich könnte mal anfangen zu gucken, ob ich auch Steinwerkzeuge bauen kann. Ich wüsste aber gar nicht wie. Das fällt mir jetzt gerade mal so ein. So, Schippe. So. Dann nehmen wir mal ein bisschen Gestein mit. Andererseits, ich guck gerade, wenn das hier Kobbel ist und das loser Kobbel ist. Ist das denn das gleiche wie dieses lose Gravel? Nee, das ist was anderes. Eben, das ist ja richtig Gravel. Das heißt, daraus können wir wahrscheinlich weniger machen als aus dem losen Gestein. Wäre zumindest halt sinnvoll, ne? Ist naheliegend, dass es quasi zwar beides in dem Sinn lose ist. Und ganz ehrlich, loses Gestein ist ja quasi loses Geröll. Heißt also, loses Kobbel ist nichts anderes als Gravel, mal jetzt faktisch gesehen. Gut, ich meine, klar, als Geröll bezeichnet man jetzt allgemein Schutt, während ja loser Stein nur Gestein ist, kann ja bei Geröll durchaus auch erdreich und so mit bei sein. Aber, gut, dann bewegt sich nicht, sehr schön. Jetzt mal Hand aufs Herz, es ist trotzdem fast dasselbe. So, nein, das war jetzt. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich wollte genau das Gegenteil machen. Sehr schön. So, die Dinger kann ich auch wieder abbauen. Das hat ja nicht so viel gebracht. Da müssen wir irgendwann mal gucken, wie wir ein Feuer entzünden. So, das heißt, du bitte dahin. Ja, das hat ja auch sehr gut geklappt. So,
Du dahin, du dahin. Das klappt, sehr schön. Gestein. Ich würde dich jetzt gerne dahin bauen und jetzt mal gucken, kann ich mit dir irgendwas machen? Nein. Nein. Aha. Was zur Hölle? Was? Ich höre etwas. Achso, ich war runtergefallen. Was ist das? Ist das Sand? Nein, das ist kein Sand. Stone Chip. Okay. Was macht die Geräusche? Jetzt sagen wir nicht dass es hier doch Tiere gibt. Das wäre jetzt nicht so schön. Gut, machen wir mal weiter. Vielleicht gibt es hier noch mehr. Nein. Ach, das ist jetzt Gravier. Ah, okay. Also wieder was anderes. Loses Gravier. Kann ich daraus was machen? Nein. 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 Das kann ich also nur abbauen. Okay, interessant. Kann ich hier was irgendwas machen? Ja. Habe ich mir da kurz gerade ein Video geöffnet oder so? Hören wir andauernd Geräusche? Oder gibt es echt Tiere auf dem Server? Also in dem Spiel? Das wäre natürlich nicht so optimal, weil dann müssen wir erstmal herausfinden, wie wir ja. Grant me fly und okay. Dann müssen wir nämlich erstmal gucken, wie wir jetzt hier hier ist gar nichts. Was macht denn diese Geräusche andauernd? Dann müssen wir nämlich erstmal gucken, wie wir hier Werkzeuge, also Schwerter und so bauen können, wenn es hier Tiere geben sollte. Was? Wer heißt ich denn? Ach ja, Ronix, nicht Volker. Ronix. Noclip und Fly. Also wir wissen auf jeden Fall, irgendwas macht die Geräusche. Entweder fällt hier gerade irgendwas runter irgendwo, dass hier irgendwie der ganze Sand runterfällt. Kann das sein, dass hier irgendwie Sand runterrieselt an irgendwelchen Stellen? Macht mich gaga. Okay. Gut, zurück zu unserem Thema. Das hier. Kann ich jetzt da irgendwas machen? Die ist ein ganz normaler Block. Das heißt, mit dem kann ich so privat erstmal gar nichts machen. Gut, da gucke ich mal. Ja, gut, das war natürlich jetzt, ne? Unsere ganzen Stöcke sind jetzt leider alle weg. Danke dafür. Angelika Merkel. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Stöcke abbauen. Carve a wooden plank completely. Ah, okay. Das heißt also, dieser Axtkopf ist auch das Letzte, was man daraus bauen kann. Aber mich würde halt gerne interessieren, was man daraus machen kann. Ich lasse das mal da so stehen. Sehr schön, da haben wir ganz viele Stöcke. Ich muss erstmal das Holz hier ablegen. So. So. Stöcker mit 18 Stück. Dann packe ich euch mal da so hin und du da rauf. Du kommst dann da hin, jetzt nehmen wir dich mal und packen dich mal hier rauf.
Und was genau ist das jetzt? Das ist eine Wooden Mallet. Was ist denn eine Mallet? Gibt es irgendwelche Infos dafür? Hilfe. Stuck in a pit. Hold right click to surface to. Ach ja, da gibt's. Das war ja auch noch. Ja, ja. Ja. Machen wir später mal. Find deep stone strata. Ich hoffe, die meinen damit keine Stratosphäre. Finde Licht. Finde Molten Rock. Melt Sand into Glass. Plant an Eggcorn. And 40 more hands. Oh mein Gott. Also man kann diese Eier echt einpflanzen. Ja. Was soll das genau darstellen? Gute Frage. Auf jeden Fall, die Dinge kann man scheinbar doch einpflanzen. Dann müssten wir irgendwie hier Ackerboden machen, richtig? Ja, hat gut funktioniert. Nicht so gut funktioniert. Ha! Ich stelle dich erstmal ab. So, was mich jetzt gerade ein bisschen mehr interessiert, ist Steinwerkzeuge. Können wir uns Steinwerkzeuge bauen? Ja, hat nicht so gut funktioniert. Hat auch nicht so gut funktioniert. Versuch mal. Ja, das hat auch nicht so gut funktioniert. Ne. Ja, Sakrileg. Los Cobble. Losolos Cobblos. Ha. Huh. Bauen muss man hier noch ein bisschen weiter rein. Ich würde halt schon gerne interessieren, was dieses komische Werkzeug hier ist, dieses Mallet, dieses Mallet. Das interessiert mich halt schon ein bisschen. Oh, wisst ihr was? Ich guck einfach in die Wikipedia. Mallet, was ist das? Ein Hammer. Als ob so ein Hammer aussieht, willst du mich verarschen? Vor allem, wer übersetzt bitte schön Hammer mit Mallet? Das habe ich auch noch nie gehört. Hier, Hammer heißt einfach Hammer. Das ist das Wort, was ich halt kenne, ne? Hammer, Cable, Holzhammer, Schläger, Klöpfer. Ja gut, kann natürlich sein, dass man für Holzhammer nochmal ein separates Wort hat. Wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, vor allem wäre dann halt jetzt die Frage, was macht man denn mit dem Hammer? Auf jeden Fall, was hier das Spiel gerade gemeint hat, mit diesen, also mit diesen komischen Gegenkloppen, man kann gegen Steine so gegenhauen. Oder auch nicht. Oder ist der dafür gedacht? Wie geht denn das? So schon mal nicht. Ich nehme noch mal unseres Allwerk, also unser Allheilswerkzeug. Das hier. Und versuchen wir jetzt gegen Stein zu schlagen.
Sache mal, wie war denn das? Nein, da. Stuck in a pit, hold right click on mit Rechtsklick. Okay, das macht nicht wirklich Sinn. Aber wir versuchen es mal. Mit der losen Hand. Interessant. Achso, ja. Ich wollte das hier und das hier machen. Ich muss das nochmal daneben. Ich höre schon wieder Geräusche, Alter. Also Geräusche, die nicht von mir kommen, ne? So mit der rechten Hand. Okay, es ist also auch noch Sachen, die man mit der rechten Hand machen kann. Aber es passiert irgendwie nichts. Vielleicht muss ich mehrmals gegenschlagen? That makes no sense at all. So. Halte Rechtsklick an Oberflächen. Ja, mit der losen Hand. Das haben wir doch gerade gemacht, aber da ist nichts passiert. Ob dort noch was passiert? Prost. Ja, also das funktioniert schon mal nicht. Da geht es jetzt gar nicht. Vielleicht muss ich dafür das Ding erstmal anarbeiten. So, und jetzt? Nee, jetzt passiert gar nichts mehr. Oh, doch. Es passiert was. Aber genau das gleiche wie beim normalen Stein. Es kommt irgendwie gar nichts. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ja, komm, jetzt geh her. Ne, das geht gar nicht. Runter? Na komm, voll runter. Jetzt aber. Hallo? Ja, dann Physik? Ich dachte, es fällt immer runter. Ah! Na gut. Ja, also das hat schon mal echt super funktioniert mit dem Hochklettern anwenden. Das habe ich nämlich auch im Video gesehen, aber scheint ja wohl jetzt hier gerade nicht funktioniert zu haben. Ich weiß auch gerade nicht, ob der im Video da irgendein spezielles Material hatte. Also ob das nur an bestimmten Materialien funktioniert oder auch an normalen Gesteinen, Wänden. Wäre halt mal ganz interessant. Ansonsten würde ich halt gerne noch mal wissen, ob es hier sowas wie Kohle gibt, ne? Damit wir irgendwas haben, was wirklich ein bisschen länger brennbar ist. Oder wir müssen halt wirklich diverse Bäume abholzen, um an Holz zu kommen. Was halt nicht gerade das Effizienteste ist, wie man ja vielleicht kennt. Also irgendwie, also entweder gibt es hier gar keine Bodenschätze.
Oder die sind zumindest gut versteckt. Also kommen erst ab einer gewissen Tiefe. Ich komme mir gerade vor wie in diesem modernen Sandbox-Game, wie hier, weiß nicht, Seven Days to Die oder sowas, wo man ja auch diese Open World hat, wo man sich hier so vorkramen kann, was ja auch immer ewig dauert. Während bei einer solchen langsamen Arbeiten, sowas wie, wo du wirklich pro Block hier ein paar viele Sekunden brauchst, bist ja unter Mindset gar nicht gewohnt. Da geht ja normalerweise alles viel, viel schneller. Gut, also da geht schon mal nicht weiter zu viel Ressourcen. Ich würde jetzt gerne nochmal probieren, das mit dem Holz. Ja, hat gut funktioniert. Das heißt, ich baue dich mal irgendwo hin, wo du nicht wirklich nah an meinen anderen Sachen dran bist. Weil ich weiß nicht, ob andere Sachen in Flammen aufgehen können, wenn sie nah dran stehen. Und wenn ja, was alles davon in Flammen geht, aufgeht. Von daher packen wir das ein bisschen in sichere Entfernung. Jetzt klauen wir uns mal hier ein paar Stöckchen. Und versuch mal Lagerfeuer zu machen. Ach, komm hier. Ja, hab keinen Bock mehr. Aus Ende finito. Das hat nicht so gut funktioniert. So, was ich jetzt gerne machen würde, wären hier die Bäume. Kann ich jetzt hier auch ohne Blätter das ganze Zeug abbauen und mit den Blättern passiert dann irgendwas Besonderes oder bleiben die Blätter einfach da? Okay, die Blätter fallen runter. Sehr geil. Gut, das vereinfacht mir natürlich die Arbeit. Dann klauen wir jetzt mal hier ein paar Bäumchen. Dann können wir jetzt nämlich kleine Hütchen bauen. Wäre zwar nur Holz und ich habe halt absolut keinen Plan, wie es mit den Rezepten aussieht. Ach, guck dir das an. Ist das nicht süß? Oh, ich bin voll. Das heißt, ich lass mal. Genau. Dich lass ich da. Schaff ich nicht. Da. Dich lass ich da. Da fliegen Blätter in der Luft, ich glaub's ja. Was wir mit diesen komischen Eicheln machen wollen, ist noch ein bisschen schleierhaft. Da bräuchten wir irgendwie sowas, so eine Art Felder oder sowas, ne? Ich meine, würde ich jetzt halt in meiner grenzenlosen Naivität und meiner Angewohnheiten an mein Test halt von aufgehen, dass man das mit Feldern macht. Okay, das Ding gilt schon als Stump, obwohl es ja hier oberirdisch ist. Aber gut, wenn die das sagen, dann wird es ja wohl sein. Ist jetzt hier reingefallen? Ja. Leck mich doch am Arsch. Wiederum geht das. Kann man davon auch begraben werden? Passiert denn irgendwas? Nee, ne? Wobei geht das sowieso nicht, weil durch Blätter kann man sowieso durchlaufen. Man kann also Blätter nicht als Trittfläche benutzen und doch nicht daran hochklettern, sondern ist halt einfach wie
beliebiger undurchgehbarer Block. Also beliebiger durchlaufbarer Block. Hier, wenn man hier so hat, ne, kann man damit nichts machen. Man kann einfach nur durchlaufen. Man kann wieder drauf raufspringen oder sonst irgendwas machen. Das ist einfach nichts. Nichts, niada, niente. So, die Bäume hier nehmen wir auch nochmal ab. Da hinten haben wir noch genug Bäume. So, und dann müsst ihr mal sagen, ob ihr quasi, ne, also ich glaube mal, wir belassen es erstmal bei diesen beiden Aufnahmen. Das reicht so komplett aus. Und ja, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr so das Spiel, die Ansätze genauso feiert wie ich. Und ob wir das tatsächlich mal öfters mal spielen sollten, wenn es sich ein bisschen weiterentwickelt hat. Vor allen Dingen werde ich mal privat auch ein bisschen mehr spielen, damit ich mal ein paar Rezepte kenne. Weil es natürlich jetzt ein bisschen, ne? Ich bin ja leider komplett ohne Rezepte, das heißt, ich weiß halt gar nichts. Dann sagt man ja alle Wasser, was ist denn hier los? So, hier hinten haben wir noch ein bisschen. Oh. Wir haben bereits einen 100er Block an Blätter. Ja, holy Waldfee. Kann man hier mehr stecken? Ne, wird dann automatisch mehrere Blöcke. Okay, dann machen wir dich einfach dahin. Oh, hier habe ich ja. Alles so bitte dreifach. So. Dich packen wir auch gleich mal hier hin. Eier haben wir da hinten. Kommt natürlich nicht ran. So. Und Holz kommt nach da. Sehr schön. Haben wir quasi eine offene Kiste, wenn man das so möchte. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es Kisten überhaupt gibt. Beziehungsweise wie deren Rezept ist. Weil ich weiß nicht, ob es zu diesem Spiel A überhaupt ein Wiki gibt. Oder sowas wie eine Mainpage oder so Crafting Guide oder nennt es wie ihr es wollt. Beziehungsweise wenn es sowas gibt, ob das überhaupt schon, ob da überhaupt was drin steht. So, du kommst nochmal damit drauf und dann haben wir bloß noch die Werkzeuge in der Hand, wobei du auch weg kannst. Bei dir weiß ich eh noch nicht, was du machst. Und die restlichen Sachen können wir einfach so direkt erstmal liegen lassen. Ja, dann muss ich mal sagen, das reicht eigentlich so erstmal so zum Antesten, ne, damit ihr so ungefähr wisst. Das ist Nodecore. Wie gesagt, macht viele Sachen, ja, wie man ja gesehen hat, ganz anders. Ich mag diesen Ansatz. Zum einen diese Physik, dass halt Sachen, wenn man Sachen abbaut, die halt quasi erstmal locker machen muss und die dann aber auch runterfallen können, wenn sie locker sind. Gerade bei Gestein halt, ne? Gut, ob man jetzt diesen Ansatz mit, dass man Sachen in der Welt baut, ob man den so feiert, ist natürlich eine andere Sache. Auch das finde ich persönlich ganz cool, muss ich sagen. Ist natürlich nur blöd, wenn man die ganzen Rezepte nicht kennt und man auch nicht weiß, ne, ich meine, im Crafting Guide, da hat man zumindest so eine Orientierung, okay, ich baue da Blöcke hin und weiß zumindest so im geistigen Auge vorstellen, okay, Kreis ist gleich Kiste, ne, kann man sich doch irgendwie herleiten. Aber so im echten, ich meine, was soll man jetzt hier bauen, damit daraus eine Kiste wird? Da fehlt mir halt so ein bisschen so die Fantasie. Bei mal gucken, vielleicht wenn man so ein paar Rezepte kennt, vielleicht kann man denn so von der Art und Weise, wie die geschaltet sind, auch auf andere Rezepte schließen. Aber das muss ich erstmal noch bewahrheiten. Ja, na gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, das war es auf jeden Fall erstmal hiermit. Sicherheitshalber nehme ich hier diese Sachen wieder raus. Genauso wie auch das hier, wobei das dann kann drinnen bleiben. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann alsbald wieder. Bis dahin, tschüss.